Nachdem Let's Dance letzten Freitag pausierte, wurde es für die Promis diese Woche besonders hart. Gleich zwei Kandidaten wurden aus der Show gewählt. In den vergangenen zwei Wochen war alles anders bei Let's Dance. So überraschte die Tanzshow Ende März mit einem Partnertausch. Den Promis wurde für eine Ausgabe ein neuer Profi zugeteilt. Zudem musste niemand die Show verlassen. Am 7. April hingegen fiel Let's Dance komplett aus. Weil die neueste Folge auf den Karfreitag gefallen wäre und an diesem Tag in ganz Deutschland Tanzverbot herrscht, verzichtete RTL vergangene Woche auf das Format. Doppelter Rauswurf. Jetzt ist Let's Dance wieder zurück. Alles ist beim Alten. Die Promis sind wieder mit ihren regulären Profis vereint. Doch eine Änderung gab es in dieser Ausgabe trotzdem, da während des Partnertauschs auf einen Rauswurf verzichtet wurde. Mussten diese Woche gleich zwei Kandidaten Let's Dance verlassen. Zum einen traf es Ali Güngörmüz. Der TV-Koch tanzte mit Profi Christina Luft einen Paso Doble zu Toreador Olé von Marc Reift. Für die Performance bekam der 46-Jährige 20 Punkte von der Jury und belegte damit den letzten Platz. Auch die Zuschauer konnten Ali Güngörmüz vor dem Rauswurf nicht retten. Überraschend kam diese Entscheidung nicht. Denn bereits in den Folgen zuvor landete der Sternekoch stets mit seiner Jurybewertung auf dem letzten Platz. Neben Ali Güngörmüz ist auch für Mimi Kraus die Reise bei Let's Dance vorbei. Der Handballer bekam für seinen Charleston von der Jury 24 Punkte. Die Performance des 39-Jährigen wurde besser bewertet, als die von GZSZ-Star Chrysanthi Kavasi. Doch weil die Stars in dieser Folge auch die Jurytänze tanzten, bekamen die Kandidaten noch weitere Punkte. Mimi Kraus. Ali Güngörmüz und Philipp Boy waren die schlechteste Gruppe. Somit landete der Sportler auf dem vorletzten Platz und muss nun ebenfalls die Show verlassen. Sieben Stars sind jetzt noch im Rennen um den Sieg und den Titel Dancing Star 2023. Wer die Let's Dance Staffel gewinnen wird, entscheidet sich in fünf Wochen. Am 19. Mai findet das große Finale statt. Als Favoritin gilt seit der ersten Folge Anna Ermakova. Die Tochter von Boris Becker bekam bis jetzt fast immer die meisten Punkte.